wieder weiter mit unseren Möbeln. Nochmal ein paar Leute, diese Warnung nicht ernst genommen haben, die beim letzten Mal überprüft, bitte vorerst, ob das Möbelstück dafür geeignet ist und dass ihr euch nicht verletzt, damit ihr euch nicht mit Mutti streitet, damit ihr ins Krankenhaus fahren müsst, beziehungsweise einen neuen Tisch kaufen. Ihr kippt das Ding auf die Seite, überprüft, ob er das aushält oder umkippt, ob die Beine abbrechen können, etc. pp. Okay? Das ist eine Art Klimmzug-Variation. Wir haben ja eine andere Beanspruchung, als wenn wir uns nur seitlich unter den Tisch legen, weil wir halt auch einen anderen Griff haben, kriegen den Bizeps bei der ganzen Geschichte ein bisschen mehr rein. Ihr stützt euch sozusagen unten auf die Fersen, haltet ihr euch an den Tischbein fest und dann zieht ihr euch hier hoch. Ihr könnt hier in der Bewegungsgeschwindigkeit auch variieren und ihr merkt das dann selber, dass ihr wirklich schön den Bizeps mit reinkriegt. Das ist eine andere Kombination, als wenn wir nur vorne am Tisch ziehen würden. Und das kombinieren wir, damit wir, ich sag mal, Zug- und Druckbewegung haben mit standardmäßigen Liegestützen. Ja. Und die führt dann halt so ordentlich wie möglich aus, indem ihr korrekt hoch und runter geht. Ihr könnt in dem Fall mal ein bisschen die Griffweite immer mal variieren und auch mal enger zusammen. Da kriegt dann Trizeps mehr rein. Ja. Immer so ein bisschen Variation reinbringen. Ich denke mal, 10 bis 15 Wiederholungen am Tisch, beziehungsweise 20 bis 25 bei den Liegestützen. Dann atmet er 1 bis 2 Minuten durch und das Ganze, wie gesagt, je nach Level 10 Durchgänge bis High Level 20 Durchgänge. Viel Spaß, bleibt stark, ciao.